Das ist ein guter Tipp. Ich hoffe, ich denke dran. Alter. Bruder! Ich bin tot. Alter, es nervt so. Wenn da zwei Gegner sind, keine Chance mehr. Ich kann gleich die Stelle... Er trinkt nicht, er springt immer weiter vor. Okay, okay. Die Stelle mache ich nochmal. Also wenn mehrere Gegner kommen, muss ich mir was einfallen lassen. Ich habe probiert, diesen Megaschlag da zu machen, diesen Rundumschlag. Hat aber nichts gebracht. Also ich kann den nicht einsetzen, wenn die zu dritt auf mich raufprügeln. Das ist bitter. Warum wird das manchmal durchgestrichen? Okay, geil. Yo, Turner, was geht ab? Gehen die jetzt wieder zurück? Bei mir alles gut? Wie läuft's bei dir? Der eine ist immer noch gelb. Ich muss aber den Axtmörder hier unten killen. Nein! Alter Bruder! Okay, wir haben 4 Punkte. Wir gehen uns jetzt gleich mal die Heilung skillen. Okay. Da hinten ist noch ein Bogenschütze. Wir gehen jetzt die Heilung skillen. Aber warte mal, die Punkte kann ich eigentlich noch mitnehmen. Fuck! Okay, das war dumm. Das war dumm. Aber egal, jetzt können wir die Heilung skillen und dann kriegen wir den Boss auch hin. Sauber, passt, danke. Game ist mega. Das ist so ein Game, das könnte ich jetzt keine 5 Stunden am Stück spielen oder so, weil dann wirst du irgendwann Matsch in der Birne. Aber wenn man gechillt spielt, ist es echt nice. Sehr cool. Das hier wäre eigentlich auch gut. Medizin Aroma.
5 Punkte, das wäre doch was. Heilung kann man immer gebrauchen. Kennst du das echt so arg an Dark Souls? Das ist von den Machern von Dark Souls, also was willst du erwarten? Es ist schon was anderes. Ich sag mal, Bloodborne war ähnlich wie Dark Souls. Und das hier ist halt mal wieder was Neues. Aber das hier ist vom Entwicklerteam von Dark Souls, Bloodborne und was weiß ich, was alles gemacht haben. From Games. Die haben dieses Spiel auch entwickelt. Das Kampfsystem ist anders, dafür fällt ein bisschen mehr Rollenspiel weg. Du kannst dich freier in der Welt bewegen, also ein bisschen Assassin's Creed mit drin. Aber so ist es halt bei den Asiaten. Fuck. Den Bogen kannst du stecken lassen, Alter. Komm mal her. Mist, da ist eine Lampe im Weg. Okay, der Run sieht ganz gut aus. Der Run sieht ganz gut aus. Okay, wir haben ein bisschen was abbekommen, aber wir haben noch unsere 2 Heiltränke. Und die heilen ja jetzt auch mehr als vorher. Von daher passt, wenn wir jetzt hier durchs Wasser gehen. Dann können wir mit dem Frickel da hinten sprechen. Oder wir killen erstmal noch die beiden da hinten, weil die machen uns das Leben bestimmt auch schwer. Ich darf nur nicht über die Glasscherben laufen oder was hier ist. Okay. Was will dazu? Hier sind eins Menge Boys. Hilft der andere Typ mir, wenn ich jetzt hier einen kille? Okay. Zielerfassung aus. Hilf mir, Bruder! Du. Wie einer ist eigentlich lassen. Hör mich an! Mein Name ist Nogami Gensai, entstand an der Seite des Kashina-Clans, als sie dieses Land eroberten. Oh. Ich muss den Bogenschützen da hinten killen. Oh fuck, fuck. Oh nein. Hey, der. Uff. Don't shoot. Wir haben noch ein paar Kügelchen. Der stinkt. No, 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 no. Oh,
Ich bin RIP. Alter. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich bin gescheitert. Was? Warum kann ich das nicht blocken? Moin Falco, was geht ab? Okay. 7. So. Ich muss sagen, das ist echt nervig, dass ich hier jedes Mal diese Typen da killen muss. Weil ich hier auch nicht durchs Feuer komme. Und es dauert echt immer, bis dieser andere Typ dann da ist. Es sind halt zwei Bogenschützen, was voll nervig ist. Super Rap Brothers, ist nichts für dich, Falco, ist nichts für dich. Mann, ich dachte gerade, da kommt ein Pfeil. So, ich mache jetzt die zwei links da fertig und dann spreche ich mit dem Typen und dann muss ich den Bogenschützen als erstes killen. Weil was anderes sehe ich keinen Sinn. Und da müssen wir alle Ads töten. Den Bogenschützen als erstes, den Schildtyp. Mal gucken. Du, wie ein Assist, wenn ich verlass uns. Hör mich an. Mein Name ist Nogami Genzai. Ich stand an der Seite des Ashina-Clans, als sie dieses Land eroberten. Alter, was mache ich dagegen? Alter! Ja, ich habe nichts mehr. Ich block doch, Alter! Ich verstehe das manchmal nicht. Was ist das für eine Pampe? Jo, Mlunka, mach's gut. Tommy macht doch endlich mal Emotes. Ich hab doch Emotes. Komm, wir stehen nochmal auf.
Ja, ich habe auch nur einen. Okay, das ist die Nummer 8. So, jetzt killen wir wieder den mit der Axt zuerst. Das ist voll nervig, da hinzukommen. Der Typ ist echt gut. Wollte dir jetzt eigentlich mal einen Sub da lassen? Och, musst du doch nicht. Du bist doch sowieso fast nie hier. Fuck, ich hab Mist gebaut. Egal, passt. Er ist trotzdem tot. Aua. Aua. Das verstehe ich nicht. Warum macht der nicht den... Hä? Okay. Wir gehen nochmal zurück. Wenn ich doch L und R gleichzeitig drücke, dann muss er doch diesen Wirbelangriff machen. Nee, da macht er einen Stich. Wirbelwindhieb. L und R. Time to party. Bring it on. Nächster Zeit dann doch wieder vermehrt, du weißt warum. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber vielen Dank für den Sub. Vielen Dank, Westside. Westside! Warum? Das ist kein Wirbelhieb, was er hier macht. Wirbelwindhieb steht hier. Was habe ich denn? Achso, habe ich nicht ausgerüstet. Aha. Aha, jetzt aber. Warum ist denn der, hat denn der sich wieder gelöst? Ich hatte den ja mal ausgerüstet. Das nervt echt, dass man an der Stelle mal warten muss. Kommt man nicht irgendwie anders rüber, ohne die ganzen Gegner zu killen? Fun is just about to begin. Wahrscheinlich nicht. Jo, danke für den Host. Ist ja übelst am Abhosten hier. Oh Mann. Okay. Er winkt. Ah, den kann ich easy machen hier. Den hier auch und dann den Bogenschützen danach. Komm raus, Boy. Noch ein Axt. Man darf halt echt nicht stumpf auf die raufklopfen. Weil das Ding ist, ich will immer schlagen und dann blocken. Guck mal, wie lange er braucht. Schlag, bis der Block hochgeht. Das ist mein Fehler, den ich immer mache. Weil der Block geht übelst langsam hoch. Ach so, okay. So, habt ihr Tipps für den Boss hier? Jack, moin, Westside, was geht ab? Schnell über den See und dann ganz links kurz gewartet. Moin, sind Jack.
Ich glaube, der Dicke lässt sich bestimmt auch zum Haus locken. Wenn du am Eingang stehst, trifft der Durchbrechende dich nicht. Zum Haus locken und wenn ich am Eingang stehe, da hinten meinst du, hä? Naja, ich muss mal gucken. Erstmal die Ads wegmachen. Da wird der hier mir behilflich sein. Du bist für einen Arsch. Es ist meine, wenn ich vers. Lass uns. Hör mich an. Mein Name ist Nogami Gensai. Ich stand an der Seite des Ashina-Clans, als fuck. Sie dieses Land eroberten. So, Flammen. Mist. So, habt ihr Tipps? Hier sind doch bestimmt krasse Leute, die das schon gemacht haben. Habt ihr Tipps für mich? Die Voice bringt den Cheese mit zum Buffet. Was? Also. What? Warum hat mir... Warum kann ich das nicht blocken? Eigentlich den Schlag und dann immer raus bei Gegnern. Ja, das geht aber hier nicht. Ah, meine Dings war kaputt, okay. Ich muss das parieren. Boah. Was mache ich dagegen? Ah, ich bin schon wieder ripped gleich. Wenn das Rote kommt, muss ich springen. Okay, ich bin gesprungen, aber wollte nicht. Keine Ahnung, wie ich den killen soll, Alter. Er macht einen Schlag. Rot bedeutet Gefahr oder springen, dodgen. Ja, das weiß ich, aber er macht ja so ein Schlag, weißt du? Und bei dem Schlag müsste ich theoretisch springen. Flammenrohr. Und dann, was macht das Flammenrohr nochmal? Wo sagt Feuerschaden durch eine Explosion aus kurzer Entfernung und löst einen Status brennend aus? Es ist schwierig, die Wut derer mit roten Augen zu kontrollieren. Aber alle haben Angst vor Feuer. Mit diesem Modul kannst du diese Angst schüren. Er schlägt von dir aus nach links, aber wenn du links gehst, trifft er dich immer. Okay. Was denn für ein Stein? Was soll ich denn mit dem Stein? Ich muss doch seine Attacken blocken. Da hilft mir doch der Stein nix.
Boah. Aua. Alter, Leute. Der unterbricht aber seine Reihenfolge, denke ich. Der spult ja fast immer die Combo ab. Du blockst zweimal und dann kommt der Schlag von der Seite. Ja, dann kann ich auch einfach zweimal blocken und dann springen. Weil der Stein bringt mir nichts. Aua! Ich dachte, der wäre tot. Ist er nicht gerade umgefallen? Ja gut, aber... Die Runde hier ist nicht so dolle. Der hilft mir am Anfang wenigstens gegen die anderen Typen. Hör mich an. Mein Name ist Nogami Gensai. Ich stand an der Seite des Ashina-Clans, als sie dieses Land eroberten. Alter! Ich muss halt immer dranbleiben, aber ich muss gerade gucken. Ich habe keine, keine Kügelchen mehr. Flammenrohr, sagt ihr? Ja, der... Ich kann halt nicht alles blocken, ich muss das komplett countern. Okay. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.